Okay, jetzt starten wir inhaltlich. Letzte Woche haben wir uns beschäftigt mit dem euklidischen Algorithmus. Der euklidische Algorithmus dient der Findung des größten gemeinsamen Teilers zweier ganzer Zahlen. Euklidischen Algorithmus haben wir durchgesprochen, wie der funktioniert und so. Das haben Sie auch geübt in der Übung oder werden Sie noch üben. Zur Definition oder zur, zur Formulierung des Algorithmus haben wir die Division mit Rest benötigt. Und mit der Division mit Rest machen wir heute weiter. Genauer gesagt, wir beschäftigen uns mit Resten. Ich schreibe mir mal die Kurzdefinition der Division mit Rest an die Tafel. Sie erinnern sich, Sie haben eine ganze Zahl a und eine natürliche Zahl b. Also schreibt nochmal hin hier a aus z, b aus n. Dann existieren eindeutig, also es gibt nur ein Paar, ich schreibe es trotzdem mal hin hier, Qn Element z. Eindeutig mit, so, a ist gleich q mal b plus r, nicht n, hier r, so, ja, also q mal b plus r, wobei, und das ist auch entscheidend, der Rest r liegt zwischen 0 und b, darf aber nicht b werden, ne? Das ist klar, also von zwischen 0 und b minus 1, wenn man so will. So. Das ist die Division mit Rest. Und am Ende der letzten Stunde habe ich Ihnen noch so ein bisschen angehängt, zwei Operationsdefinitionen. Q bezeichnet man auch als A div B. Also div ist die Division, die ganzzahlige Division, wenn Sie so wollen. Der Rest wird abgeschnitten. Und R ist A mod B oder Modulo B. So, machen wir nochmal ein Beispiel. Q mal 8 plus R. Ja? So. Was ist Q und was ist R? Ja. Q ist ein Mann, ist frei. Also A div B. Moment, wollen wir mal schreiben, A div B hin. 27 div 8 ist 3, genau. Und R, das heißt A mod B, also 27 mod 8 ist was? Auch 3. Tolles Beispiel, gell? So. Genau. Wenn ich also 27 mod 8 hinschreibe, dann kann ich schreiben, das ist gleich 3. 27 mod 8 gibt den Rest an bei Division durch 8 und das ist in diesem Fall 3. So. Und jetzt schauen wir uns mal Zahlen an, die bezüglich der Division einer bestimmten Zahl denselben Rest ergeben. Nennen Sie mir nochmal eine andere Zahl, die mod 8 denselben Rest ergibt. Frage ist, ist es eine zweite Zahl ein Q oder ein A? Ein Q. So, ne? Q ist gleich A div B, in dem Fall 3. So, sagen Sie mir nochmal eine andere Zahl, die mod 8 3 ergibt. Ja, 30 und 9, oder? Bitte? Mit 8, oder? Mit 8, die mod 8 3 ergibt. 19. 19, oder? Einfacher? 35. 35, okay, aber das ist nicht einfacher. Ja. Bitte? 83. 83, ja, stimmt, ist auch nicht einfacher. 36. 36? Ja. Ich will aber Zahlen, die 3 mod 8, also die 3, bei denen 3 rauskommt, der Rest. Ja? Ja? Nee,
11, genau. Jetzt noch einfacher. Ja? 3, genau. Ja. 3 ergibt mod 8 auch 3. Sagen Sie mir noch mal eine Zahl, eine negative Zahl, die mod 8 3 ergibt. Ja? Oh, jetzt ist aber kompliziert. Jetzt suchen wir mal. Ja, Sie haben aber recht. Minus 29, ne? Minus 29 mod 8 ist gleich 3. Denn, können Sie es begründen? Ja? 8 mal? 8 mal minus 4? Also minus 29 ist gleich minus 4 mal 8, das ist mein Q, ne? Ja? Plus 3, genau. Ja? Sie müssen bei den negativen Zahlen immer erstmal überholen. Sie müssen erstmal ein bisschen kleiner werden als die Zahl noch. Also Sie müssen hier auf die minus 32 kommen, um dann den Rest drauf zu addieren. Denn der Rest ist immer positiv, ne? Genau. Okay, so. Jetzt betrachten wir mal genau die Zahlen, die bezüglich eines Divisors denselben Rest ergeben. Ja? Also hier teilen wir immer durch 8, mit Division durch 8, und wir betrachten mal die Zahlen, die, wenn man durch 8 dividiert, denselben Rest ergeben, bei denen also mod 8 immer das Gleiche rauskommt. Und das ist die Definition von Kongruenz. Kongruenz. Sei M Element N und seien A, B Element Z. Wir haben zwei Zahlen A, B aus Z und M aus N. Dann heißt, schreibt hier hin, A kongruent zu B modulo M. Genau dann, wenn A mod M gleich B mod M. So. Also, ich habe zwei Zahlen A und B. Und A heißt kongruent zu B modulo M genau dann, wenn beide denselben Rest lassen, wenn man durch M teilt. Ja, ich teile A durch M, ich teile B durch M mit Rest, gucken wir die beiden Reste an, wenn die gleich sind, dann ist A kongruent zu B, modulo M. Also durch M wird geteilt und ich schaue mal an, wenn ich A durch M teile und B durch M teile, bleibt derselbe Rest. Wenn ja, sind sie kongruent, wenn nein, sind sie nicht kongruent. Okay? Man schreibt dann auch, A kongruent B, Kongruenzzeichen, es sind so drei Striche, ein Gleichheitszeichen mit drei Strichen. Und hinten dran modulo M. So, jetzt müssen Sie stark sein. Mod M hat zwei unterschiedliche Bedeutungen sozusagen. Wenn ich kann so schreiben, A mod M, dann ist mod ein Operator und sagt A, der Rest bei A durch M. Das ist das Ergebnis dieses Ausdrucks hier. Und das Ergebnis dieses Ausdrucks ist gleich das Ergebnis dieses Ausdrucks. Also ich kann mod als Operator verwenden. A mod M gibt mir den Rest. Wenn ich es so hinschreibe, dann dürfen Sie nicht denken, dass hier B mod M steht und hier auf der Seite sozusagen der Rest rauskommt oder so, sondern
Es ist so geklammert, wenn ich so hinschreibe. Das heißt einfach A kongruent B und ich gebe noch die Zusatzinformation, durch welche Zahl ich teile. Zwei Zahlen sind ja nur dann kongruent. Also ich kann nur eine Aussage über Kongruenz machen, wenn ich auch weiß, wodurch ich teile. Ne? Zwei Zahlen können bezüglich einem M kongruent sein und bezüglich eines anderen nicht. Insofern muss man immer dazu schreiben, also das ist nur ein Dazuschreiben zu diesem Ausdruck hier, bezüglich welchem Divisor ich die ganze Geschichte denke. Ja? So. Man kann jetzt also schreiben, wenn man mal ein Beispiel macht, nehmen wir mal das, was wir hier haben. Zum Beispiel 27 ist kongruent minus 29 modulo 8. Ja? Kann man so schreiben. Das bedeutet, 27 und minus 20 lassen bei Division durch 8 denselben Rest. Das ist also eine Aussage hier, die wahr oder falsch sein kann. Während das hier keine Aussage ist, sondern da kommt ein Ergebnis raus, nämlich der Rest. So, das ist also Kongruenz. Gibt es eine Frage an der Stelle? Kann ich nutzen, um Kaffee zu trinken? Nö, alles klar, gut.